zu der zentralen Gedenkfeier für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft hatten die Stadt Lingen und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Volkstrauertag eingeladen. Die Feierstunde am Ehrenmal vor dem alten Friedhof, zu der sich die Vertreter von Lingener Organisationen und Verbände eingefunden hatten, ist Tradition. Nachdem im Dezember 2007 die Scharnhorst-Kaserne in Lingen geschlossen wurde, übernahmen die Soldaten der Reserve die Aufgaben der Kranzträger und Ehrenposten. Pastor Ernst Wissmann sprach das Totengedenken. Ich meine, dieser Tag will uns aber nicht nur die historischen Ereignisse zweier Weltkriege vor Augen führen. Er lenkt unseren Blick auch immer wieder auf das individuelle Leid der Menschen, so wie Annekäthe Kollwitz es in ihren Skulpturen darzustellen vermochte. Nicht, man übersieht das ja leicht, dass hinter den unvorstellbaren Zahlen der Verluste und des Ausmaßes von Krieg und Zerstörung, von Gewaltherrschaft, von Terror, sich ja immer einzelne Menschenschicksale verbergen. Der Verlust eines einzelnen Menschenlebens wiegt für die Mutter und für den Vater und für die Ehefrau und für den Bruder, für die Schwester, so als sei die ganze Welt verloren gegangen. Erinnern, trauerndes Erinnern am Volkstrauertag. So jedenfalls verstehe ich, fragt nach Zusammenhängen, nach Hintergründen, hier und da vielleicht auch nach der Schuld. Trauerndes Erinnern wendet sich aber dann den Opfern, den Menschen zu, die unmittelbar betroffen waren. Oberbürgermeister Heiner Pott legte gemeinsam mit Kapitän zur See Rüdiger Schomburg einen Kranz am Ehrenmal nieder. Thank you.